Da drüben ist der Snapper, die sind nicht die bessere Alternative. Oh, ich kann den. Ich mache ihm halt sogar Schaden, das ist gut. Aber ich kann keine Golem-Herzen nehmen. Au! Fuck. Das war halt fast gut. Ich hätte ihn fast staggern, staggern können. Dammit. Dammit. Aber ist das auch wieder die richtige Richtung? Das Holzfällerland ist anscheinend sehr, gefährlich. Wie die Holzfäller es dann das aushalten können? Ich höre die Snapper brummen, aber die greifen mich nicht an, außer die springen gleich ins Wasser, dann bin ich tot. Die tanzen immer so herum. Ich weiß nicht, warum die Snapper tanzen. Scheinen sich aber mit den Wölfen zu verstehen. Ich dachte, die Snapper würden die Wölfe töten. Sogar Snapperkraut. Ist auf den Felsen. Oh, jetzt sind die Snapper tot. Die Schnapper. Und der andere wurde von dem Felsen begraben, oder? Wir dürfen also keine zwei Krallen. Für mich. Na, ist egal. Wasser, ein goldener Ring. Überall Snapperkraut. Das gibt es ja nicht. Bitte. Soll ich es wagen? Es ist nur einer. Aber zwei Gegner. Zwei Tote. Puh, das war gut. Wenn es schlecht gewesen wäre, hätte er mich getötet.
Ich muss sie nur noch looten können. Komm schon, Schnäbbi. Ja, ich kann den Schnäbbi noch looten. Gleiche. Wildschweinzahn, oh. Jagdbogen. Oh oh. Da sind gerade welche gespawnt. Das ist gar nicht gut. Ich check erstmal die Lage, okay. Da mitten am Eingang. Erstmal speichere ich. Und dann gucke ich mal, ob ich ein bisschen an dem Ding extrahieren kann. Nach 43 jetzt. Okay, 3. Und plus 2 Extraktion, das ist gut. Speichere ich nochmal. Komm, Schnäbbi. Komm, du Schnäbbe. Das war auf jeden Fall auch schon mal ein good one. Scheiße, jetzt habe ich das Falsche gegessen. Und außer da drüben noch irgendwo irgendwelche Snapper? Nö. Auch besser so. Bin jetzt offiziell der Snapperjäger. Ich habe 3 mit dem Felsbrocken getötet und 2 normal. Im Nahkampf. Elias, yo. Kohle erhalten. Leute, wie läuft die Arbeit? Kinderleicht, Jungchen. Kinderleicht. Die Holzkohlemeiler funktionieren Tag und Nacht und das ist alles dank des örtlichen Bodens. Und so etwas findest du nirgends auf der Insel. Außerdem zahlt Ulrich gut für jede Kohlelieferung. Ist alles in Ordnung mit dir? Nicht wirklich. Ich warte nur darauf, dass die Königlichen hier kommen und unser Lager übernehmen. Warum sollten sie das tun? Weil Helmut angefangen hat, sich mit Ulrich zu vertragen. Und das ist gelinde gesagt nicht nach ihrem Geschmack. Ich habe gehört, dass Knut bereits in Schwierigkeiten steckt. Bald können wir das auch sein. Ich werde meine Meinung nicht ändern. Die Königlichen sind gierige Bastarde, das ist so. Ich bin auf der Suche nach einem Job. Weißt du, mit wem ich sprechen soll? Ja, wir haben genug Köhler, aber vielleicht kann Helmut dir einen Job geben. Wenn du auf der Suche nach ehrlicher Handarbeit bist, kannst du dein Glück auch bei den beim Holzhacken in Knuts oder Ulrichs Festung versuchen. Dort werden immer Hände bei der Arbeit gebraucht. Aber sei vorsichtig, denn die Bewohner der Wolfshöhle mögen keine Neuankömmlinge und du siehst für mich wie einer aus. Der Helmut. Wer bist du? Mein Name ist Helmut und ich leite den Betrieb dieser Anlage. Was macht ihr hier? Wir brennen Holzkohle. Nirgendwo sonst auf der Insel findest du bessere Bedingungen für die Gewinnung dieses Rohstoffs. Und du bist wohl nicht gekommen, um uns zu stören? Ich würde gerne Holzkohle kaufen. Wie geht's dir? Kohle ist in der Tat eine wunderbare Ressource. Wenn du willst, dass ranziges Fleisch oder abgestandenes Müsli nicht mehr riecht, gib einfach ein paar Holzstücke dazu und warte eine Weile. Hast du dir da selbst ausgedacht? Was? Jeder Schürfer, der was auf sich hält, weiß das. Okay. Ich möchte was Geld verdienen. An Arbeitskräften mangelt es uns nicht. Aber das könnte sich schnell ändern, wenn wir das Snapper-Problem nicht lösen. Bis jetzt haben sie sich noch nicht entschlossen, uns anzugreifen, aber alle Nächte höre ich, dass ihre Höhle schreien.
Die haben ja Angst, ein Auge zuzudrücken. Weil sie sonst jederzeit einen Besuch abstatten könnten, als ob sie mit uns spielen. Also, was sagst du? Lass Diego um Hilfe bitten. Es hängt davon ab, was ich im Gegenzug bekomme. Wenn du die Snapper los wirst, werde ich dir ein Rezept verraten, mit dem du sofort wieder auf die Beine kommst. Natürlich wird dich auch das Gold nicht missen. Bist du mit diesen Regelungen verstanden? Ich kümmere mich darum. Wo sind sie? Es gibt eine kleine Höhle direkt neben dem Flussbett. Dort haben sich die Biester eingenistet. Aber sei vorsichtig, sie sind nicht nur irgendwelche Scavenger. Wenn sie dich in eine Gruppe angreifen, kann ich schon anfangen, den Grab zu schaufeln. Was die Biester angeht. Ja. Ich habe das Problem gelöst. Hast du Beweise? Mach einen Spaziergang in die Höhle und du wirst es selbst sehen. Ich bin gar nicht so ungläubig. Hier hast du es. Du hast dir verdient. Wenn du mehr Geld verdienen willst, melde dich später bei mir. Ich werde es mir merken. Oh, nice. Das Tiermesser, scharf. 250 Gold. Heute ein Top. Oh, der erste Kreis der Magie. Buch 1 von 2. Kosten 10. Ich kann auch einfach Magier werden. Kräuter-Eintopf. Verstehe. Irgendein Fleisch, irgendein Gemüse, Feuernessel. Und Kräutern, die geben, der sich nach einer warmen Mahlzeit sehnt, okay. Äpfel im Blätterteig. Verstehe. Jamjai, Milch, Sackmehl, okay. Oh, Brief an einen Freund. Freund. Wenn du dieser Spur folgst, sei besonders vorsichtig. Andere Händler behaupten, dass ihre Karren von lebendigen Steinen zerstört wurden. Zumindest behaupten sie das. Ich nehme an, dass sie solche Gerüchte nur verbreiten, um mehr Kunden für sich zu gewinnen. Aber wenn es stimmt, denk daran, dass du zum Lager der Holzfäller kommst, indem du den Fluss überquerst. Wer den Felsbogen, vor dem Felsbogen gehst du ins Wasser und nach einer Weile des Wartens bist du am Lager der Köhler. Liege links ab, gehe am See entlang und du wirst sofort den Wald bemerken, in dem sie arbeiten. Ich habe vergessen, dir davon zu erzählen, also lass mich dir diesen Brief da und denk dran. Achte auf das Amulett wie ein Falke. Welches Amulett? Des Feuerschutzes. Da war aber kein Amulett mehr dran. Der hatte Knochen. Lockwas Kräuterbinde. Welche Gebiete rund um das Dorf? Registrierte Händler Silber. Okay. Das ist der Araxos-Typ. Mal gucken, was da noch so kommt. Oh, da sind ein paar Wölfe. Ganz gut, dass sie unterschieden wird zwischen Wolfsfleisch und allem. Das ist unterschiedlich. Werte gibt. Das sind auf jeden Fall Skelette am Werk. Und irgendwo ist ein Troll. Da ist er. Ich bin beschäftigt, lass mich in Ruhe. Nicht wirklich freundlich, der Typ. Da oben sind die Holzfäller. Ich kann ja danach den anderen Weg gehen.
Ich weiß jetzt nicht, wie gefährlich der so ist, aber... Mal sehen, mal sehen. Oh, da ist noch ein Wild Scavenger. Gleich ein verbrauchter Baum. Da ist Knut. Wer bist du? Mein Name ist Knut. Und wie du sehen kannst, bin ich Holzfäller. Ich bin ein vielbeschäftiger Mann, also sprich, was du willst. Sprich, was bist du? Hast du was Holz übrig? Wenn du fragst, ob mein Inventar zu verkaufen ist, muss ich dich enttäuschen, denn ich verkaufe nicht einfach Holz an jeden. Und selbst wenn, kommst du zu spät. Der Herrscher dieser Festung hat die gesamte letzte Ladung bei uns gekauft und gerade eine weitere bestellt. Die Bewohner in Silbach brauchen dringend Nachschub. Und ihre Hütten-Körperin. Es tut mir leid, aber ich kann nicht helfen. Hat er mir bereits den vollen Betrag für das Holz versprochen. Wer ist der Herrscher der Festung? Sein Name ist Ulrik. Ich weiß nicht viel über ihn. Und ehrlich gesagt ist es mir auch ziemlich egal, wer er ist. Wichtig ist nur, dass er mehr zahlt als der Gouverneur der Stadt. Vielleicht verdiene ich mir dann das Holz. Ich sehe, du hast Hände, wie ein echter Holzfäller. Vielleicht bist du von Nutzen. Weißt du, wie man das macht? Mein Bruder hat es mir immer gezeigt. Das tut. Dann muss ich wenigstens nicht meine Zeit und meine Zunge verschwenden. Schneide jeden der vorbereiteten Stämme in gleich große Scheiben und bring mir dann das gesamte Holz. Wenn du das getan hast, bekommst du deinen Anteil. Warte mal. Bitte. Das ist das ganze Holz, das ich sammeln konnte. Nicht schlecht, Junge. Du musst an deiner Genauigkeit arbeiten, aber du hast trotzdem gute Arbeit geleistet. Du hast deinen Teil getan, also bekommst du das Holz wie versprochen. Wie viele Stücke brauchst du? 20 sind genug. Nimm es und hoffe, dass du den Transport schaffst. Okay, gut Holz erhalten. Okay, dann laufe ich jetzt wieder zurück. Oh, da sind Schildkröten. Und da ist ein Waldfresser, das ist nicht so gut. Alle starke Gegner. Grundstöcke, nein. Ein Ostweilchen. Oh, da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Da laufe ich einfach mal außen rum. Wolfshöhle, Kloster der Wassermagier. Okay, was ist hier? Magisches Wissen, der zweite Kreis, Band 2. Dafür brauche ich aber wahrscheinlich den ersten Band. Auch noch. Wenn ich daraus was lernen möchte. Okay, Eisball.
Ich höre auf jeden Fall die Sumpfratten. Die habe ich schon besiegt. Schon mal. Ich glaube, da war die Axt doch ein bisschen stärker. Oh, drei Holzstücke, ein Stück Holz. Ah, okay. Aber es geht. Normaler Scavenger, okay.